Du kannst, wenn du einen Weg suchst, nach alter Tradition, wie es die Männer so gerne machen, mit deinem Auto einfach losfahren in die Stadt und einfach mal gucken, eventuell Himmelsrichtung, da hinten links irgendwo müsste es sein. Ist eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. Ob du den Weg findest, ist was anderes. Und meistens verbrennt man dabei ganz viel Zeit und verliert verdammt viel Nerven. Das ist 100% sicher. Zweite Version. Machen Männer in der Regel nicht, aber wenn die Frau mit dabei ist, wird es gemacht. Und zwar, du fährst mit deinem Auto, deine Frau sagt, hältst du mal bitte an zum Fragen. Nee, ich finde es schon. Die Frau setzt sich durch und sagt, nee, halt jetzt an, ich frage. Okay, du haltest an, lässt das Fenster runter und du fragst. Dann kriegst du Informationen, du musst vorne links, dann musst du zweimal rechts, dann musst du einmal mit der Ampel drüber, dann sind wir links. Du probierst aus, du kommst nicht an. Dann fragst du fünf verschiedene Leute und du hast fünf verschiedene Informationen, wo denn die Straße, wo dann das Gebäude sein kann. Was passiert? Du streitest dich mit deiner Frau, du hast einen riesen Zoff, du findest es nicht, du bist völlig aufgelöst und regst dich auf und hast einen Haufen Zeit verbrannt. Dritte Version, und die Version funktioniert in der Regel, und das ist die moderne Version, das ist das Navi. Das geniale Navi, das sogar den Stau berücksichtigt, die aktuelle Verkehrssituation, dich genau auf den Punkt an dein Ziel bringt. Und das spiegeln wir jetzt einfach mal, gehen wir rüber zum Coach. Du hast vor, dich zu verändern, du möchtest deine Fitness verbessern, du möchtest deine Leistung verbessern, du möchtest deine Optik verbessern, du möchtest gesünder leben, du möchtest einen schlankeren Bauch, du brauchst ein besseres Gewicht. Du kannst es machen wie in der ersten Version, probier mal halt mal aus. Du wirst richtig viel Zeit verbrennen. Zweite Version, du fragst fünf verschiedene Personen. Du wirst fünf Informationen haben und du wirst wieder Zeit verbrennen. Und dann gibt es die dritte Version. Du fragst einen Profi und dieser Profi, das ist deine Navi für dein Vorhaben, für dein Fitnessvorhaben, der hilft dir weiter. Der hat in der Regel natürlich auch die Erfahrung. Bring die Erfahrung mit, sodass du nicht unzählige Male verschiedene Wege gehen musst, um dein Ziel zu kommen. Und wisst ihr, was das Problem ist, wenn man es unzählige Male versucht? Ist ein ganz großes Risiko da, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat. Warum? Weil man Zeit investiert hat, und zwar viel Zeit investiert hat, und unterm Strich ist nicht das Ergebnis rausgekommen. Das frustriert. Das ist frustrierend. Und was macht man dann? Man lässt es sein, und zwar ein Vorhaben, wie zum Beispiel sich gesund langfristig zu ernähren, lässt man sein. Das Vorhaben, langfristig gesund Sport zu betreiben, weil das Ergebnis nicht kommt, lässt man sein. Finde ich nicht gut, weil letztendlich ein gesundes Vorhaben da nicht zu Ende geführt wird. Deswegen, ihr Lieben, ganz heißer Tipp von mir. Sucht euch euren Coach. Und jetzt kommt das Argument von vielen, brauche ich nicht, kann ich. Das ist ja easy, kriegt man irgendwie schon hin. Da noch vielleicht eine Info, wenn dein Auto kaputt ist, wo bringst du dein Auto hin? Sicherlich nicht in die Metzgerei, nicht in die Bäckerei zum Reparieren. Sicherlich nicht. Und ich habe mal vor ganz vielen Jahren einen ganz schlauen Mann kennengelernt. Und er hat zu mir gesagt, lieber Andreas, merk dir für dein Leben eins. Tu du das, was du kannst und lass die anderen das tun, was sie können. Dann sparst du einen Haufen Zeit und kannst Zeit in dein Vorhaben investieren, was dich an den Punkt bringt. Das ist ganz wichtig. Noch was Wichtiges. Thema Trainer. Wie wichtig kann ein Trainer sein? Viele sagen, braucht man nicht. Dann verratet mir mal, warum Profifußballspieler, Profitennisspieler, Profiradrennfahrer, warum haben die noch einen Trainer? Die müssten doch wissen, wie es funktioniert. Und die haben einen Trainer. Weil sie es leisten können, könnte ein Argument sein, aber es ist nicht das einzige Argument. Denn das Argument ist das, dass ein Trainer ein Wahnsinnswissen angehäuft hat. Und mit diesem Wissen kann dich der Trainer sehr schnell an dein Ziel bringen, an dein Wunschziel bringen. Und dadurch sparst du dir einen Haufen Zeit. Das heißt, dein Investment, das du generierst, das Einzahlen, was du machst an Zeit, lohnt sich. Und wenn sich was lohnt, wenn sich ein Vorhaben lohnt, was passiert dann? Wir bleiben motiviert am Ball.
Wir ziehen unser Ding durch, weil wir in schönen Etappen schöne, tolle Ziele haben, weil wir unsere Vorgaben erreichen. Wenn wir unsere Vorgaben erreichen, dann sind wir und bleiben wir motiviert und sind zielfokussiert. Und das ist egal, ob es sich um den Körper dreht oder ob es um Business dreht. Auch im Businessbereich gibt es gute Coaches und die sorgen dafür, dass du dein Ziel erreichst. So, jetzt fragst du dich, warum ich dir das erzähle. Was steckt da dahinter? Ich kann es dir sagen, ich habe ein geiles Produkt. Ja, ich pitche gerade. Pitchen kennst du. Pitchen heißt, ich biete mich an. Und die Frage ist, warum soll ich es nicht tun? Verkaufen ist immer noch so ein bisschen, kann man das machen? Ist ganz easy, ist ganz einfach. Wenn du was Geiles zu verkaufen hast, dann verkauf es. Wenn du es nicht verkaufst, dann tust du was? Du nimmst jemand eine Chance, gut zu werden. Genau deswegen pitche ich jetzt auch meine Arbeit, meine Leidenschaft, mein Lifestyle, mein Motto. Und da dürft ihr nie vergessen, bei mir in meinem Portfolio steht seit knapp 30 Jahren oben drüber eine fette Unterschrift. Deine Fitness, meine Arbeit. Okay? Und deswegen, wenn du jetzt gerade dabei bist zu überlegen, was tust du, wie ernähre ich mich jetzt am besten, wie viel Sport mache ich jetzt, welche Art von Sport mache ich, und eigentlich gar nicht auf den grünen Zweig kommst und so ein bisschen rumrennst und denkst, boah, was mache ich jetzt? Da gebe ich den Tipp. Unterhalb dieses Videos ist ein Link. Und wenn du diesen Link anklickst, dann kommst du auf meine Seite. Und in meiner Seite kriegst du erstmal ganz viele Infos, wenn du möchtest. Wenn du nicht möchtest, kannst du direkt draufdrücken und dann hast du mich direkt am Arsch. Wenn du mich am Arsch hast, dann hast du keine Ausrede mehr. Dann werde ich dich an dein Ziel führen, solange du mitmachst. Ich weiß, wie es funktioniert. Du musst mitmachen. Noch ein Tipp. Bei mir gibt es nichts geschenkt. Da musst du daran arbeiten. Das ist richtige Arbeit. Das ist auch ein Stück weit gegen Stromschwimmen. Mit dem Stromschwimmen führt niemals an die Quelle. Bei mir geht es darum, natürlich auch den Lifestyle langfristig zu ändern, Mindset zu ändern, langfristig dein Ziel zu verfolgen. Bei mir gibt es keine 6, 8 oder 10 Wochen Programme. No, mache ich nicht, da weigere ich mich dagegen. Das gibt es bei mir. Bei mir gibt es nur individuelle Beratung. Du kannst also garantiert davon ausgehen, zu 100% mit einem großen Treuestempel, mit einem riesen Siegel drauf, dass das, was du von mir bekommst, von mir kommt. Das kommt aus meinen Händen. Das heißt, ich habe keine Software, die irgendwas generiert. Da läuft nichts durch. Der ist 1,70 Meter groß. Will das nicht erreichen, kriegt er halt den Plan. Sondern dein Plan wird individuell auf dich angepasst, weil ich weiß, wer du bist, weil ich keine Software bin. Weil meine Software, die ist hier oben drin. Und die optimiert sich seit 30 Jahren. Und dieses Wissen gebe ich an dich weiter. Yes, ihr Lieben, das war's. Und jetzt freue ich mich, wenn ich bald von dir was höre. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust. Mach's gut, bis bald. Thank you.